Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns mit Generatoren beschäftigen. Generatoren sind ganz spezielle Funktionen, die eine coole Eigenschaft haben. Und zwar möchte ich die euch einfach mal kurz zeigen. Und zwar, wir nennen unseren Generator einfach mal wieder Foo. Und was der jetzt macht ist, er arbeitet unendlich lange, also while true, aber, er braucht nicht unendlich Rechenleistung, sondern er wird sozusagen pausiert. Das bedeutet aber für uns, wir können ihn mehrmals aufrufen. Das ist sozusagen der Trick bei einem Generator. Das heißt, wir können jetzt hier sowas machen wie, wir wollen die Fibonacci-Zahlen berechnen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Fibonacci-Zahlen 0, 1, 1, 2, 3, immer die zwei Ergebnisse vorne dran. Das heißt, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3 und so weiter und so fort. So, und jetzt wollen wir hier aber immer nur eine Fibonacci-Zahl zurückgeben, denn es gibt ja unendlich viele offensichtlich, weil wir ja immer die zwei Vorgänge aufeinander addieren können. Also 2 plus 3, danach geht es auch wieder weiter. Es geht immer weiter mit den Fibonacci-Zahlen, logischerweise. Deswegen machen wir hier ein while true, denn es gibt unendlich viele Fibonacci-Zahlen, aber wir berechnen nicht alle auf einmal, sondern wir berechnen bei jedem Funktionsaufruf eine Fibonacci-Zahl, und zwar die nächste. Das heißt, was wir hier als erstes machen ist, wir brauchen natürlich als erstes mal unsere, wobei wir schreiben es nicht mit Typ hin, a ist gleich 0 und b ist gleich 1. Da sollte ich dann vielleicht auch einheitlich wieder arbeiten und zwar ein Semikolon hinpacken. So, und was jetzt passiert ist, wir nehmen hier einfach unsere, wir rufen unser foo wieder auf. Ich mache hier einfach mal ein print dazu hin. Print foo. Aufruf, ohne Parameter, ohne irgendwas. Wir müssen nichts wissen in unserem Hauptprogramm von diesem Generator. Und was der jetzt als erstes ausgeben wird, ist natürlich, er wird 0 ausgeben. Dann führen wir aber denselben Generator nochmal aus. Und jetzt gibt er 1 aus, danach gibt er 1 aus, danach gibt er 2 aus und so weiter und so fort. Also ihr seht, ich ändere nichts an dem Aufruf, aber das Ergebnis ist jedes Mal die nächste Fibonacci-Zahl. Und dazu gibt es ein spezielles Schlüsselwort, und zwar Yield. Das schreibe ich jetzt hier erstmal hin, denn die ersten beiden Zahlen müssen natürlich erstmal ausgegeben werden. Also Yield A, dann Yield B, und dann sagen wir hier while true A gleich B, B gleich, das wollte ich nicht, sorry. Okay, wir brauchen natürlich hier noch einen Zwischenspeicher, nennen wir ihn einfach mal Z, ist gleich A plus B, dann setzen wir A auf B und dann setzen wir B auf unseren Zwischenspeicher und dann geben wir unseren Zwischenspeicher zurück. So, was jetzt also passiert ist, wenn wir die Funktion das erste Mal aufrufen, dann geben wir A zurück und wenn wir sie dann wieder aufrufen, also das wäre jetzt hier diese 0, die zurückkommt, denn A ist ja hier offensichtlich gleich 0. Wenn wir sie wieder aufrufen, dann wird der Code nicht wieder von vorne ausgeführt, sondern er fängt nach dem ersten, also nach dem letzten Yield an. Das bedeutet, wir geben danach Yield B zurück, also wir geben B zurück, also haben wir hier eine 1. So, und dann erst gehen wir in die While-Schleife, dann, wenn der Code wieder, also wenn foo wieder aufgerufen wird, das wäre dann hier der Fall, dann wird hier weitergemacht nach dem Semikolon, nach dem B eben hier, while true, okay, Z ist gleich A plus B, also Z ist gleich 1, weil 0 plus 1 ist 1. A gleich B, also A gleich 1. B gleich Z, also B gleich 1. Gebe Z zurück, also gebe 1 zurück. Und das wäre dann hier eben diese 1. So, und der nächste Aufruf, wir fangen hier hinten dran an mit A eben immer noch so, wie der Zustand gerade war. Wir gehen dann wieder hier nach oben, also Z gleich A plus B, also 1 plus 1, denn die beiden Zustände bleiben ja. Das ist ja der große Trick dabei. Ihr könnt ja auch eine komplette Liste haben, ihr könnt eine riesige Datenstruktur da drinnen verwalten. All das geht natürlich super gut, es sind übrigens auch Primzahlen, gibt es natürlich auch als Übung auf Udemy. Okay. Und dann haben wir hier A gleich B und das wäre dann, naja gut, A ist 1, B wäre dann wiederum gleich Z, das wäre 2, also und wir geben Z zurück, also 2 und das wäre dann eben der Aufruf hier unten. Ja und so weiter und so fort und wir können diese Funktion unendlich oft tatsächlich aufrufen, aber sie wird immer nur so weit ausgeführt, bis eben das nächste Yield erscheint und dann wird die Funktion pausiert, das heißt sie rechnet nicht weiter. Und das ist der große Trick dabei. Wir haben hier sozusagen jetzt eine Funktion, die immer wieder sich selbst pausiert
und dann immer ab da weiterlaufen gelassen wird. Das heißt, wir können hier durchaus mit While True arbeiten, solange eben auch ein Yield drin steht, wird das nicht zur Endlosschleife oder sowas. Die hört tatsächlich dann auf zu arbeiten. Ist sozusagen ein Return, dass ich auch den State hier merken kann von der Funktion. Super praktisch, kann ich euch nur empfehlen, die wirklich zu benutzen. Vor allem, wenn ihr irgendwie Lazy Evaluation braucht, aber eure Programmiersprache eigentlich nicht lazy ist, so könnt ihr Lazy Evaluation erzwingen. Also ihr erinnert euch hoffentlich an eins von meinen früheren Videos hier in der Playliste. Lazy Evaluation war eben genau das, dass man nicht alles gleich berechnet, sondern dass man eben nur ein Element pro Aufruf berechnet, wenn man es eben gerade braucht. Okay. Das war's von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Und falls nicht, schaut euch das Video nochmal an, schreibt mir irgendwie einen Kommentar oder sonst irgendwas. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.